So, und ich glaube, ja gut, 97 Meilen ist noch ein Stück. Ich glaube, da hinten am Horizont, da sehen wir so eine Erhebung. Ich glaube, da hinten müsste irgendwo unser VOA sein, was wir anfliegen. Von wo aus wir dann quasi abdrehen. Ja, Bordfilm zeigen wir heute mal keinen. Wir müssen Gewicht sparen, deswegen haben wir die Filmrollen weggelassen. Damit wir so viel wie möglich Sprit nachher laden können. Wir haben wirklich, in der Tat habe ich die Zuladung auf Pilot und Co-Pilot beschränkt. Für maximale Reichweite. Haben wir, glaube ich, 300 Pfund oder so. Oder 400 Pfund Gewicht an Zuladung. Da ist vielleicht noch ein Schlafsack drin. Die Sitze rausreißen noch, dann geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das ist halt wirklich eine Durststrecke. Ja, du musst irgendwie über den Atlantik kommen. Über den Nordatlantik auch noch, dann ist es auch noch schweinekalt. Wir fliegen ja dann auch nördlich des Polarkreises und ja, dennoch bin ich mal gespannt, wie sich das so gibt. Ich habe allerdings dann auch keine Mesh-Daten für, doch, ich meine, für Island habe ich noch installiert, aber für den Rest nicht. Das heißt, die Höhenlinien müssen nicht 100% korrekt sein in dem Moment. Nächste Sache ist, ich weiß nicht, wie es sich mit Eis verhält, ob das Spiel, weil das Problem ist, das Spiel kann auch keinen Sommer und keinen Winter darstellen. Das sind so die Kleinigkeiten, ja, die... Wir sehen das ja hier, grüne Landschaften, ja, die waren auch im Dezember grün. Es gab da wohl mal eine Mod oder ein Patch, der dann quasi Weihnachten reingepatcht hat, also beziehungsweise nicht Weihnachten, sondern, oh, vor lauter Gebabbel, nicht Kurs aus den Augen verlieren, der nicht Weihnachten, sondern, quasi Winter reingepatcht hat, Schneefall, und das halt alles weiß ist. Ja, aber von sich aus kann das Spiel das leider nicht. Ja, ich hoffe, dass das einem der folgenden Patches kommt, aber man hat da wohl ziemlich die Prioritäten auf andere Sachen gelegt, halt auch vor allem Performance-Verbesserungen, wie ich hoffe zumindest, bei die Performance noch relativ gut ist. Momentan haben wir 50 FPS. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also gestern nachts sind wir so mit 30 unterwegs gewesen, allerdings halt dann viele Lichtquellen, die ganzen Autos und hier fliegen wir jetzt natürlich übers Wasser. Wenn du tagsüber über eine Großstadt fliegst, sieht es schon wieder ganz anders aus. Also richtig Tempo kriegen wir auch nicht drauf, ne? Und wenn wir jetzt... Ich will halt auch versuchen oder üben, schon mal relativ spritsparend zu fliegen für die langen Durststrecken. Weil auch in Sibirien wird es, glaube ich, spannend, weil da nicht an jeder, an jedem Baum irgendwo ein Flughafen ist, wo du mal nachfassen kannst, sondern da hast du dann auch wahrscheinlich längere Strecken zu fliegen oder auch in Kanada. Weiß ich noch nicht, ob wir in Kanada eventuell mal auf eine Floating Wheel DC-3 oder Floating Dings hier DC-3 umswitchen, die quasi schwimmen kann. Ich bin aber noch nie in Wasserflugzeug gelandet. Das wird dann auch interessant. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann Räder hat oder nur ein Kufen generell. Flugzeug und Wasser passt in meinen Augen nicht so schön zusammen. Das ist nicht so meine Präferenz. So. Oh ja, geil, wie es hier aussieht. Dann klappt man die Außenansicht. Nachts sieht man ja ein bisschen was. Tagsüber meine ich. Und hier geil. Also hier hinten, wir sehen, das ist immer noch die britische Hauptinsel. Und hier weiß ich, hier war auf jeden Fall irgendwo eine Flugverbotszone. Hier ist ja nochmal so ein Inselchen. Und hier links ist auch nochmal... Auch nochmal so eine Landzunge. Und ich meine, hier war es eigentlich verboten. Wir sind nämlich ein bisschen vom Kurs ab. Normal hätten wir ein bisschen weiter westlich sein sollen. Aber ist nicht schlimm. Deswegen spielen wir im Simulator. Schön, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sie auch die Flügel hebt, wenn sie in der Luft ist.
Die Rotate, die hebt dann also wirklich, die Tragflächen heben sich halt an, die biegen sich nach oben, die machen dann so ein Rrrr. Weiß gar nicht, ob das hier bei ihr auch ist. Na. Jetzt wird es aber Zeit, 85 Meilen noch. Wir wollen nicht zu sehr vom Kurs ab, damit wir... Wobei, wenn wir nach, nach Osten quasi vom Kurs abkommen, ist es nicht so schlimm, weil wir ja eh noch nach Osten wollen. Schlimmer wäre es, wenn wir nach Westen wegdriften. Dann hätten wir danach noch ein schönes langes Stück vor uns. Problem ist, dass wir das NDB allerdings anscheinend noch lange nicht im Ziel haben. Ich weiß auch nicht, was das für eine Reichweite hat. Ob das uns überhaupt, ob wir es überhaupt reinkriegen. Auf die Distanz. Es ist ein freistehendes NDB, was mitten in der Pampa steht. Da müssen wir dann einfach gucken. Ja, wenn wir es nicht reinkriegen, müssen wir auf einen missweisenden Steuerkurs weitermachen. Was auch kein Problem ist, da ich mir die Kurse mit aufgeschrieben habe, also nach 0,43 Grad, missweisend von dem VOA aus, da müssen wir nur ziemlich genau über das VOA drüber fliegen, damit wir den Kurs gut einnehmen können. So. Drehen wir den mal wieder ein bisschen rum. So ist der Autopilot eigentlich keine schlechte Sache, muss ich sagen. Ich finde den schon ganz geil. Also, es reicht eigentlich. Ja, man dreht Dings ein. Es ist besser als die Trimmung. Also ein bisschen autonomer als die Trimmung, weil es dann doch irgendwie ein bisschen was im Hintergrund tut. Keine Ahnung, was es tut, aber das tut's gut. Es hält also die Maschine wirklich gerade, wenn du das einstellst. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Nachteil ist halt, du bist eigentlich doch ständig am Nachjustieren. Aber wie gesagt, es ist deutlich, deutlich, deutlich entspannter, als über die Trimmung das Ganze die ganze Zeit nachzuregeln. Und wir müssen sogar noch einen Tusch weitergeben. Und wir sehen noch, das Flugzeug kippt ganz, also boah, da muss man aber ganz genau hingucken, dann sieht man, das Flugzeug kippt jetzt ganz leicht ein bisschen nach rechts. Und ja, wir driften so ganz leicht nach Osten. Ja, man sieht das hier, wenn man hier an das Fenster, an die Kante guckt, sieht man, wie sich hier die Insel näher reinschiebt. Aber es sieht, man muss halt mal so ein bisschen zwischen zwei Klicks, da sind diese Abstufungen einfach nicht fein genug, können wir allerdings nichts dran ändern. Wichtig ist halt, den Spritverbrauch zu senken, damit wir wirklich gut nach nach Island müsste das sein, ne? Island und dann kommt Grönland oder was umgekehrt? Ich meine, es war richtig rum. Ich guck mal im Handy nach. Manchmal, da habe ich es mit der Welt nicht so. Ich kann zwar navigieren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo welche Länder sind. Ja, Freunde, an der Stelle hat es dann die Tonspur zerrissen von meinem Kommentar. Beziehungsweise ich hatte noch ein paar Minuten weiter erzählt und dann, ja, hat es aber kein Ende mehr gegeben. Also würde das Gespräch dann irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Deswegen habe ich dann noch ein paar Minuten weggeschnitten. Und die sich dann in Belanglosigkeit zerlegt hätten. Wir bewegen uns jetzt hier mit 1800-facher Zeitbeschleunigung zwischen den britischen Inseln quasi nach Norden. Oder ziemlich straight nach Norden, also Kurs 330. Bewegen wir uns noch knappe 40 Seemeilen vorwärts. Wenn ich jetzt so sehe, das geht relativ schnell. In dieser Zeitkompression schaffen wir eine 1,5 Meilen pro Sekunde oder so, also geht ja relativ zügig. Wir sehen, das Wetter zieht sich jetzt langsam zu und ja, schlechtes Wetter assoziieren wir natürlich automatisch mit den schottischen Highlands, denn da biegen wir dann auch gleich hin ab in ja, knappen 30, also jetzt sind es nur noch 25, ja, jetzt sind es schon nur noch 20 nautischen Meilen. Ja, da ein kleiner Kameraschwenk. Deswegen habe ich die Geschwindigkeit auch nicht noch höher genommen, dass man zumindest noch im Ansatz sieht, was ich da gerade gucken wollte. Ja, auch wenn ich selbst nicht mehr weiß. An der Stelle habe ich den Autopiloten ausgeschaltet und fliege manuell, um ein paar Kurskorrekturen und ja, festzulegen und mich zu orientieren.
Wir überfliegen also gerade einen Flugplatz und jetzt ja, müsste der Flugplatz sein, dessen VOR wir die ganze Zeit angesteuert haben. Gleichzeitig begeben wir uns jetzt weg von ihm auf dem entsprechenden Gegenkurs nach Osten. Ja, kurzer Check hier über die über das komplette Motormanagement, Temperaturen, alles war in Ordnung an der Stelle. Und ja, ein kleiner Außenschwenk. Da möge man mir einfach verzeihen, dass ich das jetzt nicht nochmal weiter auseinanderdrösel. Es geht hier wirklich nur um die Vervollständigung des Flugs. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Ansonsten kann man natürlich den Player auf YouTube auch nochmal in noch langsamer stellen. Dann ist zwar jetzt diese Kommentarspur für den Arsch, aber dann könnt ihr so die Geschwindigkeit noch ein bisschen rausnehmen. Wenn natürlich Interesse daran besteht, den unkommentierten Flug, der Part ist etwa knappe 2 Stunden lang, den ich jetzt hier runterkomprimiert habe, wo sich jetzt auch zuzieht. Jetzt kommen wir langsam zu den schottischen Highlands. Ja, wenn da Interesse dran besteht, kann ich euch das natürlich sehr gerne nochmal in Echtzeit hochladen und verlinke es euch. Aber wirklich spannend ist es halt, wie gesagt, nicht. Ja, zwischenzeitlich habe ich jetzt das neue VOR eingedreht, was wir anfliegen jetzt. Das sind noch 120 Meilen, also ja, knappe 2 Minuten. Und ich spiele euch an dieser Stelle jetzt einfach noch ein bisschen Musik ein und dann könnt ihr ja die paar Minuten genießen. Und wir sehen uns quasi zum Endanflug wieder. Das Ganze gibt es ja dann von mir nochmal im Post-Commentary. Und ja, dann genießt die Musik und den Flug. Bis gleich. So Leute, wie versprochen, kommt jetzt hier die Landung. Ich habe noch hier ein paar Minuten rausgeschnitten. Ja, wir sehen also hier den Anflug jetzt hier zum Flughafen EGNS. Ich muss mich ja hier komplett nochmal reinfinden. Es ist ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Ein paar viele Tage. Wir haben massive Scherwinde, das weiß ich noch. Deswegen die Landung wird, ja, sagen wir so, es ist nicht schön. Ansonsten ist hier alles im Lot. Die Temperaturen sehen gut aus momentan. Wir nähern uns der Landebahn von. Sag schon, wir nähern uns ein bisschen von Norden leicht. Ja, die Landebahn ist 090.
Und wir kommen aber ein bisschen aus dem Norden, deswegen drehe ich hier jetzt noch kurz in der Einflugschneise noch eine kleine Kurve. Das war mitunter auch noch ein Riesenfehler. Ich hätte vorher nochmal zur Not eine Schleife drehen sollen, da geht das Fahrwerk raus. So, ganz vorne sieht man jetzt schon die Landebahn. Wir kommen ein bisschen zu weit links, was mich jetzt veranlasst, nochmal eine leichte Rechtskurve zu fliegen, beziehungsweise mal leicht nach rechts zu driften. Dann kommen jetzt noch die schönen Scherwinde dazu. Eben hat er das Wetter neu geladen. Und ja, wir gehen runter. Wir sind bei 90 Knoten. Alles einwandfrei. Soweit. Sinkrate 500 Fuß pro Minute. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Aber hier sieht man es jetzt schon. Wir kommen überhaupt nicht richtig auf Kurs rein. Wir sind auf Kurs 110 und wir müssten auf Kurs 090 und ja, ich denke mir, dann machst du es halt trotzdem, ja, und drehst die Kiste jetzt nochmal kurz vorm Aufsetzen rum. So, geht's Gas weg eben. Jetzt gehe ich mit dem Ruder dagegen, zieh die Nase hoch, korrigiere nochmal die, und dann kommt erstens mal eine ultra harte Landung. Hier sieht man nochmal. So, und jetzt sieht man hier plötzlich, wie die ganze Maschine von der Landebahn runterschiebt. Ich kann hier überhaupt nicht mehr gegenlenken. Keine Chance. Im Gras zum Glück nicht mehr passiert. Alles ganz gut geworden. Ja, wir sind unten. Die Frage ist nur, wie. Gehen die Klappen wieder hoch. Und es kann auch sein, dass ich das Tailwheel-Unlocking vergaß, wobei das Tailwheel war noch gar nicht auf dem Boden, da ist die Kiste schon nach rechts ab. War ein bisschen blöd. Wie gesagt, die Landung generell massive Schwäche, vor allem mit der DC-3. da muss ich noch viel üben. Gut, dann trotz allem sind wir jetzt angekommen. Das heißt, wir fahren zum Parking, lassen die Maschine nochmal durchchecken nach dem beschissenen Bodenkontakt. Ich rolle jetzt hier vor zum Taxiway und drehe dann hier gleich nach rechts ab. Die Taxiway ist hier furchtbar klein, furchtbar eng. Man sieht von innen überhaupt nichts. Also ohne Einweiser geht hier gar nichts eigentlich. Trotzdem muss es irgendwie gehen. Dann auf dem Rollfeld stehen lassen, das mache ich nicht. Ich fange ja jedes Mal mehr oder weniger Cold and Dark an. So, und da geht's rum. Mache ich die Cold Flaps auf, damit die Motoren ein bisschen kühlen können. Und dann geht's jetzt relativ unspektakulär hinter den Taxiway entlang. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, sollst du noch mal irgendwie online üben, irgendwas machen, aber ach, da habe ich mir gedacht, ja, hin und her, gut, dann fehlt mir im Moment doch wirklich die Zeit. Ich will jetzt die Tage noch den nächsten Flug, dann geht es ja hier nach Richtung links oben auf jeden Fall nach hier Richtung Island, Grönland und die ganze Ecke. Da will ich hier den Flug noch quasi jetzt machen, die Tage. Mal gucken, ob ich das heute oder morgen mache. Heute wird es wahrscheinlich, naja gut, es ginge noch rein. Wie gesagt, bei dem folgenden Flug, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das, also aufnehmen, ja. Aber ob ich den ganzen Flug kommentiere, weil der geht bestimmt 4 Stunden. Ich denke, ich mache das jetzt hier wie den mittleren Part, dass ich es einfach ein bisschen zusammenschneide. Das alles andere macht keinen Sinn. Der mittlere Part ist jetzt mit 18-facher Geschwindigkeit gelaufen. Und selbst dann hat es noch mehrere Minuten gefüllt. Also, keine Ahnung, war nochmal so 6 Minuten fast lang. Und da will ich auf jeden Fall nochmal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf unserer Parkposition angekommen. Ich habe hier schon angefangen, hier die Landelichter aus. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich tun soll. Man merkt es. Die Generatoren werden abgekoppelt. Als nächstes müsste dann, jawohl, Spritzufuhr ist abgedreht. Dann können wir Beacon und Navigation Lights abschalten. Können die Avionics abklemmen.
die Magnetos aus und aus. Dann haben wir hier noch Prop DIs, Window Heat. Alles aus, aus, aus. Schubhebel, Propeller, steht alles in Grundstellung. Und ja, nochmal ein letzter Blick durchs Cockpit. Danach werden die Batterien abgeklemmt. Und das war's für diesen Flug. Wir sind heil angekommen, immerhin. Immerhin irgendwas. Und ja, dann geht's jetzt, wie gesagt, demnächst weiter mit der nächsten Runde. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Tut mir leid, dass dieser Flug so in die Hose gegangen ist. Ich hoffe, das mit der Aufnehmerei klappt jetzt beim nächsten Flug ein bisschen besser. Da stehen wir schön, die Abendsonne, nochmal schön ins Cockpit. Ein Traum. Gut, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.